Worauf freuen Sie sich besonders und was ist für Sie das Faszinierende an der Berlinale? Das Faszinierende an der Berlinale ist, also dadurch, dass man ja wirklich so kaum noch irgendwie, also ich gehe auf wenige Veranstaltungen immer mehr und Berlinale ist ja immer dann noch so ein, zumindest so ein Ort, wo man sich sicher gehen kann, dass man viele gute alte Bekannte aus Film und Fernsehen auch mal wieder aufeinander treffen und dass man die dann wiedersehen kann, so. Ohne dass man immer gleich alle anrufen muss. Wie hält man die Tage durch? Die Berlinale geht ja nicht nur einen Tag. Ohne Alkohol. Wir trinken gerade momentan nicht. So Januar und Februar versuchen wir mal so, ne, easy peasy zu machen. Und da hält man das tatsächlich ganz gut.